Servus Freunde, hier zur zweiten Ausgabe von The Crew 2. Ja, falls ihr euch fragt, was ist das passiert und warum habt ihr nur Gameplay gekriegt und keinen Commentary? Ja, das hat nur den einfachen Grund. Teamspeak hat irgendetwas. Es hat meinen Ton nicht aufgenommen, aber ich habe mir gedacht, das Video kriegt ihr dennoch, also das Gameplay, damit ihr wenigstens seht, was ich gemacht habe. Jetzt bekommt ihr halt pures Gameplay und ja, ab jetzt hoffentlich wieder mit Stimme. Ich weiß es gerade nicht, ob es jetzt passend aufnimmt. Ich weiß auch nicht, was Teamspeak da in dem Fall hat. Ich habe keine Ahnung, tut mir leid an dieser Stelle. Aber ja, es steht jetzt was Großes wieder an und ich glaube, das passt super, wenn wir jetzt wieder hier Commentary haben. Denn wir fahren hier das Live Extreme Series Episode 2 mit einer Blitzreise. Starten wir die Veranstaltung hier und das geht auf dem Asphalt los. Und wir fahren hier unseren wunderschönen Porsche 911 Turbo raus. 3.6 natürlich. Jetzt bin ich schon gespannt hier. Willkommen an der Golfküste, wo wir uns für die zweite Etappe der Live Extreme Tour. Bin gespannt, was jetzt rauskommt. Letztes Mal haben wir die Straßen der Stadt unsicher gemacht und auch diesmal. Also wir sind da schon mal gefahren, wir kennen sie ja im Grunde. Nur ich habe jetzt stärkende Fahrzeuge. Ich bin mal gespannt, ob das was ausmacht. Sind wir schon mal gut vorbeigekommen hier. Jetzt kommen wir gleich wieder bei dem Jurassic World Ding vorbei. Die Offroad-Anlage hat mir nur gekostet, mehr nicht. Wir haben ein paar gigantische Zuschauer in diesem Rennabschnitt und sie ich find's geil, ich feier's. Hier zeigen Dinos. Sich die Fahrer von ihrer besten Seite, denn sie müssen alles geben. Das wird ein es wird halt wieder ein extrem enges Rennen bis zum Schluss hier. Ich finde es halt schade, dass das Rückspiegeln nicht funktioniert. So, ich glaube Checkpoint 1 oder halt Rennabschnitt 1 werden wir nicht ans erste absolvieren. Oder doch? Travis, ich hol dich. So, das haben wir jetzt auch letztens ja umlackiert. Kann man einen Fahrer, der sich so an die Spitze katapultiert, noch Herausforderer nennen? Boah, das Ding katapultiert mich weg. Problem ist, man sieht halt keine Zeitabstände. Ich weiß halt nicht, wie weit ich wirklich voraus bin. Das hätte jetzt schief gehen können. Und jetzt geht es über die Rampe ab in dieses herrlich blaue Wasser. Bei Live seht ihr Rennen, wie sie sonst keiner zeigt. Wer hier nicht mithalten kann, bleibt auf der Strecke. Die Fahrer haben nur einen Versuch, um an die Spitze zu kommen.
Da vorne kommt, glaube ich, wieder der Übergang. Langsam wird es Zeit für unsere Fahrer, im Wasser Akzente zu setzen. Also das Ding kann ich nicht von innen fahren. Machen wir uns jetzt die Hände schmutzig. Sumpfigen Weg. Je nachdem halt. Wir sind jetzt im letzten Abschnitt des Rennens. Hier entscheiden die Fahrer, ob sie auf der Straße bleiben oder lieber den sumpfigen Weg. Was ja gerade der kürzere Weg ist. Ich weiß halt nicht, wie viel ich wirklich Vorsprung habe an Sekunden an den nächsten. Das ist halt so ein bisschen mein Problem hier. Okay, es ist nicht an zu viel. Aber wir sind schon bei den letzten 8%, Leute. Jetzt sind sogar gleich nur noch 5. Jetzt sind es 5. So, dann gewinnt man das Ganze hier. Jawohl. Haben wir die Live Experience Nummer 2 abgeschlossen. Oh, mein Auto danke, ist einfach mal weg. Das zweite Rennen der er fährt einfach. Erster gewinne das Rennen. Folgt uns ja, in den sozialen Medien aus New Orleans. Vielen Dank und bis zum 22.500 Bucks und 3.500 Follower und richtig viel Belohnung hier. Was war das jetzt gerade? So, ich würde sagen, wir wechseln mal wieder hier auf einer der Autos. Und zwar hier auf dem Porsche. Alter, was hast du für ein brutales Ding? Aber ich dachte, die Server sind noch nicht online. So, dann würde ich aber sagen, wir suchen uns wieder ein Rennen, denn wir wollen natürlich ein bisschen Kohle einholen, unsere Autos verbessern und dafür müssen wir natürlich Rennen fahren. Und ja, hier unten in Miami haben wir ein neues. Coconut Groove. Kokosnuss Groove. Oha. Habe ich Halluzinationen? Oder hat einer der Wagen einen Babysitz auf der Rückbank? Viele Leute fahren wir mit unserem Porsche zum Rennen. Deswegen fahren sie auch im Apropos Alltag Porsche. Mit ihrem Rennwagen. Solange du mir nicht sagst, da sitzt ein Baby drin. Kampf der Generation hier. Das sind ja hohe Kaliber mit am Start. Habe ich da nur irgendwie ansatzweise eine Chance? Mercedes, AMG, Maserati, Lotus, eine Corvette C7. Gut, mit der passenden Linienführung schafft man es natürlich. Da bin ich aktuell sogar relativ gut unterwegs. Soweit mal so gut. ...1,8 Sekunden sind es ja noch, was wir vorne sind. Das ist ja die Frage, wie viele Runden geht das Ding hier? Oder ist das einfach nur so eine brutal lange Runde?
hart aufgesetzt hier mit dem Porsche. Nee, es sind einfach nur zwei Runden, aber eine extrem lange Runde. Da ist nämlich der Start hier und da geht's rein in Runde 2. Komm. Windschatten. Ich will wieder an die Spitze. Rodney, gib mir deinen Platz. Jetzt wird es halt wieder schwierig, nach vorne zu kommen. Muss nur ein bisschen hier die Wände nutzen und alles, dann geht das schon. Geil, wir konnten uns sogar noch nach vorne setzen. Mensch, jetzt bin ich doch noch Zweiter geworden. Ich wollte ja gewinnen. An der Spitze, da wo du hingehörst. Und die Top 3 sind wir gefahren. Das ist ja auch schon immerhin schon mal was Gutes. Die Ferrari kommt jetzt erst an. Kollege. So, dann tunen wir den Wagen gleich nochmal. Wir haben neue Performance-Teile, dementsprechend dürfte das auch was bringen. Genau, hier nochmal 2 km/h Top-Speed. Und auch hier nochmal eine Ausstattung, was das Getriebe verbessert. So, was haben wir denn noch für eine Rennen, bevor wir das mal eine neue Kategorie auswählen? So, hier haben wir noch 3. Also ich würde sagen, wir fahren jetzt mal Harlem West, danach Detroit Interstate und Papa John's und dann gehen wir auf die nächste Kategorie über. Genau, hier machen wir eine Blitzreise hin. Überhaupt. Wir machen Fortschritte. Heute treten wir gegen Cops an, statt von ihnen verfolgt zu werden. Ernsthaft, wir fahren nur gegen Cops? Es hilft uns, auf der richtigen Seite des Gesetzes zu fahren, es sei denn, wir schlagen sie. Ha, scheiß drauf. Besiege sie trotzdem. Nee, das sind normale Autos, oder was sind die Fahrer Cops? So, gleich wieder die Führung hier zurückgeholt. Geholt, so nicht erholt, sondern geholt. Die Straße gehört dir. Oh, hier richtig geil mitgenommen. Das war jetzt ein bisschen scheiße gefahren. Aber geht gut vorwärts hier. Die Hälfte der ersten Runde haben wir schon mal. Ja.
Okay, da habe ich eindeutig die falsche Route genommen, indem ich auf der Straße bleibe. Damit gehört die Führung wieder mir. Und Beginn der zweiten Runde. Ach Mensch, wenn ich mal das Ganze verwerten könnte. Jetzt sind sicher keine 6 Sekunden mehr. Jetzt sind nur noch 2. Ich weiß halt immer noch nicht, welche Abkürzung die einen da genommen haben. Ich habe sie schon gesehen. Die sind hier einfach alle geradeaus. Ja, ich glaube, das können wir nochmal fahren. Weil wenn wir Lisa kriegen, reicht's. Ja, es reicht, wir sind Dritter. Ich werde mindestens Dritter, hieß es. Na bitte, das war sinnlos hergeschenkt. Wenn ich das mitbekommen hätte. Aber gut. Ich meine, ein bisschen was. So, dann bauen wir hier die Performance-Teile wieder ein. So, damit haben wir einen Motorblock, der upgegradet ist. Und wir haben auch dementsprechend nochmal bessere Reifen, die auch eine höhere Topspeed zulassen. Dann haben wir ja gesagt, fahren wir noch ein Rennen oben in Detroit. Hier haben wir auch eine Blitzreise hin. Du trittst gegen klassische amerikanische Muscle Cars aus den 70ern an. Und zwar auf ihrem ureigenen Heimat. Jetzt wird es immer weiter, dass man diese fahren muss, damit dass man zum Startgrid kommt. Um sie zu schlagen, musst du deine Muskeln ordentlich spielen. Da sind keine Muscle Cars am Start. Aber German Engineering wird das Ganze trotzdem gewinnen. Also Highway-Fahrten gefallen mir. Ausfahrten eher weniger. Erinnert mich so ein bisschen an Need for Speed 2015. So leichte Dämmerung, illegale Straßenrennen. Verdammt ist die Runde hier wieder lang. Wobei, die ist gar nicht so lang mit einer Minute 25, das geht eigentlich voll und ganz. Beim Gästeservice, bitte
So Leute, an dieser Stelle sorry wegen dem Abbruch mitten unterm Rennen. Es war einfach so, dass danach irgendwie das Video zum Ruckeln angefangen hat. Ich weiß nicht warum, ich muss das mal in der Videoeinstellung checken. Ich weiß generell nicht, was los ist. Irgendwie vorher wollten sie mir kein Audio aufnehmen, jetzt spinnt das Video. Ich weiß es nicht, aber immerhin hattet ihr jetzt wieder ein Let's Play mit Ton. Schlussendlich, ich habe das Rennen zum Schluss gewonnen. Und danach war auch die Folge dann Schluss, also da braucht ihr euch nichts denken. Ist auch im Rennen nichts mehr Großartiges vorgefallen, es war kein Positionswechsel oder so. Es gab wieder ein paar neue Teile und so, aber mehr auch nicht. Und ja, tut mir leid, aber trotzdem, morgen geht's weiter und ja, haltet die Ohren steif. Bis morgen, ciao Leute, sorry nochmal.